Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich grüße euch. Ich warte noch, bis die Ersten da sind. Ich hoffe, ihr seid alle gut nach Hause gekommen. Bei diesem Schneegestöber habt es euch jetzt gemütlich gemacht. Legt die Füße hoch und seid dabei bei unserem Talk. Ja, ich fange mal an mit einem Zitat, welches wirklich für meine heutige Gästin spricht. Egal, ob ich einen Roman schreibe oder ein Hörspiel oder etwas ganz anderes mache, ich will immer etwas machen, das mir auch selber gefallen würde. So die Worte meiner heutigen Gästin Melanie Rabe. Melanie gilt als Shootingstar der deutschen Kriminalliteratur und Liebling der Buchhändlerinnen. Ihre Bücher stehen über Monate auf der Bestsellerliste, wurden international verkauft und auch bereits von Hollywood optioniert. Mit ihrem aktuellen Buch Kreativität, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht, hat sie sich an das Genre Sachbuch gewagt und herausgekommen ist dabei eine Liebeserklärung an die Kreativität. Macht es euch gemütlich und verbringt euren Feierabend mit uns und ich freue mich nun, Melanie Rabe bei uns begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Melanie. Hallo, wie schön. Ich freue mich sehr. Es ist eine Wiedersehensfreude, weil wir haben uns, also ich bin da wirklich auch immer noch ziemlich geflasht, kennengelernt beim BDR. Und Melanie kam wie selbstverständlich auf mich zu. Ich war da in einer Runde von wirklich VIPs gesessen, so hatte ich das Gefühl beim Kölner Treff. Und sie hatte so eine warme und freundliche Art und hat mich menschlich sofort begeistert, kann ich nicht anders sagen. Du, das war umgekehrt natürlich ganz genauso. Und irgendwie, deswegen sind wir auch in Kontakt geblieben, weil es irgendwie so geklickt hat und ich dich auch sofort so spannend fand und irgendwie auch noch mehr wissen wollte über das, was du in der Talkshow erzählt hast, hinaus. Und ich freue mich total, dass wir die Konversation so ein bisschen fortsetzen können. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf die Einladung in ein schönes Format. Sehr toll. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, liebe Melanie. Du bist ja immer am kreativen Schaffen sozusagen. Und Kreativität steht heute Abend über diesem Talk. Und ihr dürft gerne Fragen auch an Melanie stellen, hier in die Kommentare. Und ich gebe sie dann an Melanie weiter. Und ich möchte damit einsteigen, liebe Melanie, wie geht es dir denn in dieser besonderen Zeit und wie sieht dein momentaner Alltag aus? Du, alles in allem geht es mir ganz gut. Es ist bei mir tatsächlich so, meine Arbeit oder der Kern meiner Arbeit, von dem kann der Lockdown nicht so viel wegnehmen, weil meine Arbeit bedeutet, allein zu Hause sein, am Schreibtisch, mir Dinge ausdenken, wie das bei Schriftstellerin halt so ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch für mich, die ich in einer privilegierten Situation bin, irgendwie ein schönes Zuhause habe, alles ist safe, alles ist gut. Auch für mich zieht sich langsam, weil ich tatsächlich doch merke, obwohl ich im Grunde eher ein introvertierter Mensch bin, gerne allein vor mich hinarbeite, ich brauche andere Menschen, ich brauche meine Freundin, meine Freunde, meine Familie. Ich würde jetzt alle gerne mal wieder sehen, alle mal wieder drücken. Und das ist tatsächlich etwas, was fehlt, aber darüber hinaus geht es mir gut und ich kann ganz okay damit umgehen. Das liegt aber natürlich auch einfach an meiner Situation, an meinem Job. Wie geht's dir, wenn ich fragen darf, aktuell? Mir geht's gut. Also es ist viel zu tun. Heute just hier in München, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ein Schneeeinbruch par excellence. Ja? Also bei uns sind richtige Schneetürme hier mittlerweile, bei uns im Garten, wenn ich das sehe. Es schneit schon den ganzen Tag. Aber es ist auch schön. Ne? Aber sonst... Ja. Geht's mir gut, es ist, ich darf es mit so netten Menschen wie mit dir sprechen, mit so inspirierenden Frauen. Ich darf Menschen helfen, ich darf Menschen verbinden und ich darf meine Herzenssache voranbringen und leben. Und diese Zeit ist natürlich besonders und die macht auch viel mit uns, stellt uns vor Herausforderungen, aber macht uns auch kreativ in vielerlei Hinsicht. Das stimmt. Ja, absolut. Und das Buch Kreativität, als ich
gestern veröffentlicht habe, dass wir auch über dieses wunderbare Sachbuch, was eigentlich ein ganz fremdes Genre ist für dich, sprechen. Ich habe nur Lobeshymnen gehört. Ja? Also aus wirklich vielen Legern, dass dieses Buch ja, ein Begleiter geworden ist, wenn man es mal so in die Überschrift setzen möchte, für viele Menschen. Schön, freut mich. Ja, genau. Ja, das hat mich riesig. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr über dich erfahren, meine liebe Melanie. Ja, wer bist du? Wie würdest du uns deine Biografie, deine Lebensgeschichte erzählen? Okay, ich bin 81, ich werde dieses Jahr 40, freue ich mich drauf. Ich hoffe, dann ist der Lockdown vorbei und ich kann ein bisschen feiern. Ich komme aus Thüringen ursprünglich, bin in einem ganz, ganz kleinen Dorf aufgewachsen, ein 400-Seelen-Dorf. Nicht so viel drumherum, bin dann 89, als ich 8 war, mit meinen Eltern direkt nach der Wende nach NRW gezogen, in eine Kleinstadt. Da war ich bis zum Abi, ganz klassisch, wie man sich Kleinstadt, Abitur und Kleinstadtgegend so vorstellt. Viele gute Freundinnen, viele gute Freunde, wir fuhren alle klapprige Autos und wollten alle in die nächste große Stadt in die Disco. Das, so kann man das zusammenfassen, würde ich sagen. Und ich bin dann nach Bochum gezogen, ins Ruhrgebiet, habe da studiert, Literaturwissenschaft, na klar, und Medienwissenschaft. Und habe nebenher immer so ein bisschen geschrieben, irgendwie, eh schon. Und bin dann aber erstmal vernünftig Journalistin geworden. Ich wollte zwar immer Schriftstellerin werden, aber ich habe mir das irgendwie nicht so richtig getraut, ist der falsche Ausdruck. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass jemand wie ich so etwas werden könnte. Deswegen war das gar nicht im Kopf. Aber ich habe irgendwie immer geschrieben. Und irgendwann, ich habe dann in Köln erstmal ein journalistisches Volontariat gemacht, beim Stadtmagazin 2 Jahre. Und dann habe ich für die Lokalzeitung gearbeitet und ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs gehabt. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch einer meiner Lieblingsjobs war beim WDR, hey. Beim Rundfunk. Okay. Habe ich bei einer Sendung abends die prominenten Gäste betreut. Mhm. Deswegen weiß ich noch total gut, wer nett war. Okay. Und das ist ja okay. Total lustig, wenn ich ihn manchmal wieder treffe, mhm. Bei irgendwelchen Sendungen oder so. Weißt du, genau, ja, ich war damals die kleine Praktikantin, ich erinnere mich an dich. Ich muss aber sagen, die allermeisten waren super, super nett. Okay. Und nebenher habe ich halt geschrieben, erst nur für mich, dann irgendwann habe ich gedacht, es wäre schon ganz cool, wenn das irgendwann mal jemand lesen würde. Und habe aber relativ lange gebraucht, bis das funktioniert hat. Und das erzähle ich auch total gerne, weil das glaube ich, auch sehr normal ist, dass man erstmal relativ lange schreibt, bevor man einen Verlag findet oder vielleicht einen Agenten hat und irgendwie vorankommt damit und gelesen wird. Und das hat bei mir auch super lange gedauert. Also bei mir waren das so knapp 10 Jahre, je nachdem, wie man es rechnet, und 4 Manuskripte, die keinen Verlag gefunden haben. Und dann irgendwann 2014 habe ich endlich einen Verlag gefunden, meinen jetzigen Verlag, BTB, bei dem das Kreativitätsbuch erschienen ist und davor 4 Thriller und ein Verlag, mit dem ich viel Glück habe. Und mit dem ich sehr gern zusammenarbeite. Und seitdem ist mein Hobby mein Beruf, was total aufregend ist. Und für mich ist es übrigens auch total surreal, wenn ich Talkshows mache und jemanden wie dich treffe. Ich denke auch mal, krass, cool, dass ich darf. Also ich kann mich da überhaupt nicht dran gewöhnen. Okay. Das ist echt total, total schön. Du hast, wie soll ich sagen, nachts heimlich angefangen. Du hast schon erzählt, da kann ja ruhig mal von der Wahrheit sprechen. Du hast nachts heimlich deine Bücher geschrieben, unter der Bettdecke so fast gefühlt. Ne? Und hast aber auch nie aufgegeben. Also du hast schon so ein paar Hürden genannt. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen. Du warst nicht von Anfang an eine Frau, der sie die Türen eingerannt haben, die Hollywood und die Verlage. Ja? Welche Hürden gab es denn und wie hast du die dann letztendlich gemeistert? Ja, boah, das ist eine gute Frage. Es gab tatsächlich, ich glaube, wenn man das strukturiert angehen würde, innere und äußere Hürden. Also die Hürden fingen ja bei mir an. Es war gar nicht nur die Verlage, die sich nicht für das interessiert haben, was ich gemacht habe oder dass meine Stoffe nicht funktioniert haben, sondern es fing ja schon damit an, dass ich ewig gebraucht habe, bis ich so aus meinem Schneckenhaus rauskam und jemand meine Texte gezeigt habe. Ich bewundere das total. Jetzt, wo ich veröffentlicht bin und ein paar Leute mich kennen, komme ich auch mit Leuten in Kontakt, die gerade anfangen zu schreiben und die wahnsinnig mutig sind, die das sofort teilen, sofort rausgehen in die Welt. Ich war der schüchternste Mensch des Planeten, ich habe das ganz lange niemandem gezeigt. Also dieses hart heimlich geschrieben stimmt total. Mein Lebensgefährte wusste
dass ich schreibe, der hat aber auch erst spät was zu lesen gekriegt und sonst niemand. Also die allererste Hürde war für mich tatsächlich, mich zu trauen, mich rauszuwagen, mich vielleicht auch Kritik zu stellen und zu sagen, das bin ich, das habe ich gemacht, ich glaube, das hat einen Wert. Das war für mich total schwierig. Mhm. Und was mir dabei geholfen hat, diese Hürde zu überspringen, war, glaube ich, Erfahrung und ein bisschen Zeit und so banal das klingt, glaube ich, auch ein bisschen älter werden einfach. Also mit Anfang 20 war ich deutlich unsicherer als mit Mitte, Ende 20. Genau, das war so die eine Sache. Das musste ich erstmal mit mir selber ausmachen. Und als ich das dann geschafft habe und erstmal an Verlage herangetreten bin, gab es natürlich ganz, ganz viele grundsätzliche und technische Dinge zu lernen. Wie mache ich einen Text besser, wenn er abgelehnt wurde? Wie funktioniert denn es überhaupt, einen Verlag zu finden? Ah, man braucht einen Agenten eigentlich und schickt seine Manuskripte nicht direkt an den Verlag. Es gab einfach ganz, ganz viel Wissen, das ich nicht hatte, das ich mir drauf schaffen musste. Und ich glaube, ich bin dabei viele Umwege gegangen, einfach weil ich eine totale Autodidaktin bin. Also ich habe mir alles selber beigebracht, ich wollte das auch so. Und ich glaube, bei mir ging es ganz viel darum, erstmal die inneren Knoten zu lösen, bis die äußeren Knoten sich lösen könnten. So würde ich das beschreiben. Weil als ich dann die Dinge mit mir klar hatte und wusste, das will ich machen, das ist das, was ich gut finde, und ich glaube, das und ich glaube, es lohnt sich auch für andere Leute, das zu lesen. Als ich das klar hatte, dann funktionierten die Dinge auch plötzlich. Also ich glaube, das ist in vielen Lebensbereichen so, ne? Also wenn man dann wirklich auch an sich selber glaubt, dann fängt es auch an, stimmig zu werden, nach innen und nach außen. Ne? Ja, total. Gibt es und gab es Vorbilder, liebe Melanie, für dich? Vorbilder? Oh, ich habe ganz, ganz viele Vorbilder, aber ich nenne sie meistens nicht so. Ich mag zum Beispiel total gerne Donna Tartt. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, kennst du Der Distelfing? Das ist so ein tolles Buch. Okay. Ist erst erschienen, als ich auch schon auf dem Markt war. Mhm. So ein ganz, ganz frühes Buch, das ich total geliebt habe. Ein Buch, in dem ich begriffen habe, wie magisch Bücher sind, ist auf jeden Fall Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ja. Magst du? Ja, Furchtrohr. Hallo, bitte. Bitte dich. Mein Herr. Mein Gott. Ja. Ja. Oh, das ist so ein tolles Buch. Wahnsinn. Ja. Ja. Und ja, so die Magie, die Bücher irgendwie mit sich bringen, die habe ich da irgendwie, glaube ich, wirklich zum ersten Mal begriffen. Dann ein Autor, den ich sehr gerne mag, sehr gerne lese, ist Jonathan Safran Foer. Interessanterweise ist ein amerikanischer Autor, ein jüdischer amerikanischer Autor, auch noch relativ jung, der wird jetzt in seinen frühen 40ern, sagen wir mal, er ist jetzt wahrscheinlich Mitte 40. Mhm. Und sein Debüt hieß Alles ist erleuchtet. Das ist ein ganz, ganz magischer Roman, der mich total inspiriert hat. Hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was ich mache, aber irgendwie nimmt man ja doch irgendwie alles auf, was man jemals gesehen, gelesen, gehört, gefühlt, gedacht hat. Und dann so in der Spannung. Ich habe als Kind schon angefangen, viel zu früh Stephen King zu lesen, was total keine gute Idee war. Was wahrscheinlich daran liegt es wahrscheinlich, dass ich jetzt schon so viel Angst habe. Mhm. Gullideckel, Clowns, Friedhöfe und so. Aber es gibt so eine bestimmte Art von Atmosphäre, mhm, und so eine bestimmte Art, Charaktere zu schreiben, die ich total gerne mag, obwohl ich die Brutalität von manchen von Stephen Kings Büchern nicht so gut vertragen kann. Und ich glaube, es hat mich geprägt. Weil zum Beispiel eines von seinen bekanntesten Büchern ist ja S, ne? Mhm. Der furchtbare Killer-Clown. Hör auf, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Friedhof der Kuscheltiere war mein erstes von Stephen King. Mhm. Ich habe das damals, ich glaube, aus der Bücherei ausgeliehen. Ich war halt so eine Leseratte, dass ich irgendwie immer in die Kleinstadtbücherei gegangen bin. Ich konnte alles mitnehmen, was ich wollte. Da hat auch keiner geguckt, ob das für das Kind geeignet ist. Okay. Okay. Ich habe heute noch so eine große Angst vor Clowns, dass die Karnevalszeit, ich wohne in Köln, für mich keine lustige Zeit ist, weil da laufen ja alle als Clowns verkleidet rum. Aber was ich halt so gerne mag an Stephen King ist, zum Beispiel auch in S, klar, das ist ein Buch über diesen Killer-Clown und über das Böse, das in diese Kleinstadt kommt. Aber es ist auch ein ganz tolles Buch über Freundschaft. Und wie er diese Freundschaft beschreibt und dass es immer noch alles eine andere Ebene hat, abgesehen von der Spannungshandlung, das liebe ich. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal bei Stephen King so aufgesogen. Und das sind jetzt alles keine Vorbilder, denen ich irgendwie aktiv nacheifere, weil ich finde, wir sollten alle die beste Version unserer selbst
fünftbeste Version von jemand anders, egal was wir machen. Ja. Aber das sind Autorinnen und Autoren, die ich mag und die mich irgendwie inspiriert haben. So. Darf ich die Frage zurückgeben? Hast du Vorbilder? In welcher Form auch immer? Also literarisch erstmal komme ich in deinem Genre so in die Nähe. Ja, ich bin ein absoluter Dan Brown-Fan. Oh, ich hab jedes Buch von ihm. Also das war so für mich. Ich bin auch so ein Thriller-Fan, gebe ich zu, auch im Filmischen. Ne? Da kommt, also deswegen fand ich die Begegnung jetzt auch spannend, literarisch mit dir. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, was so das Hauptthema ist in Melanies Werken. Was mag ich noch? Also ich mag Frauen-Empowerment-Bücher. Ich bin ein absoluter Oprah Winfrey-Fan. Ich auch, total. Ich mag es nicht zu sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem, ich bin ein Obama-Fan. Ach, da muss man sich doch nicht für schämen. Nee, ich schäme mich nicht dafür, nein, weil jetzt ein Mann in der Reihe kommt, weißt du? Ich bin ja so doch eher für Frauen und so weiter unterwegs, aber ich lese von ihm ganz viele Reden und über seinen Weg, auch das neue Buch, seine Biografie ist für mich Inspiration pur, dieser Mensch. Ja. Seine Frau natürlich auch, ja, die ist... Becoming ist ein Meisterwerk, literarisch gesehen. Ich auch. Also total schön geschrieben. Und im normalen Leben oder in meinem Leben Vorbilder sind Eve Ensler, die Gründerin von One Beyond Rising, ist eine als Künstlerin und als Mensch für mich eine absolute Frau, die die Menschen oder die ihre Botschaft so warm und voller Liebe vermittelt. Und der das, wo Liebe eigentlich auch drüber steht, über dem, wie sie handelt. Ja, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, auch in meiner Arbeit für Frauen. Und meine größte Inspiration, die schaut jetzt auch zu, ist meine beste Freundin Ursula. Vorbild ist sowas, sie ist eine Inspirationsquelle und sie fängt mich auf und ist eine ganz, ganz große Säule in meinem Leben. Meine Tochter ist Inspiration für mich. Wie schön. Ja, und eigentlich das Leben. Ja, ich kann's nicht, also man kann es nicht, oftmals nicht in Personen, möchte ich es gar nicht festmachen. Das Leben ist für mich jeden Tag eine Inspiration. Wenn einem was Negatives, was Positives passiert und man lernt, die Dinge einzubauen, um sich fortzubewegen und fortzuentwickeln, das ist für mich, das Leben ist für mich Vorbild und Inspiration. Also ich weiß nicht, ob das jetzt grammatikalisch und rechtschreibetechnisch richtig ausgesprochen ist, aber es ist so, fühle ich es einfach. Ja? Also ich liebe das Leben, ich mag das Leben. Das Leben hat mir viel gegeben, aber nichtsdestotrotz. Ja? Also die Obamas sind für mich einfach, begleiten mich seit, haben mich wieder dazu gebracht, auch so ein bisschen mal in die Historie auch meiner Geschichte zu gehen und die Dinge zu verstehen. Und wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, Aktivistinnen, Emma Watson, wäre eine Frau, das ist so, ne, der würde ich gerne mal die Hand schütteln und mit ihr mal einen Tee trinken und so über Gott und die Welt sprechen. Also das wäre so eine Frau, das ist so ein Wunschtraum. Ja? Also sie inspiriert mich auch. Ich bin eh ein Fan junger Frauen, weil diese Energie einfach großartig ist, die sie mitbringen und viel zu oft verkannt wird. Aber da arbeiten wir dran. Absolut. Wir hatten schon gesagt, dein Genre ist, man mag es kaum glauben, die Frau spricht von Stephen King und Angst und weiß ich nicht, ne? Und schreibt die härtesten Thriller. Ja? Also, und das sehr erfolgreich, also so das sogar, also sie verkauft ja weltweit ihre Bücher und Hollywood hat auch schon angeklopft, sprechen wir auch gleich noch drüber. Wer oder was inspiriert dich denn für deinen nächsten Fall, liebe Melanie? Ja, ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also tatsächlich muss ich vorab sagen, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie kreiere, aber ich finde überhaupt nicht, dass ich sehr harte Thriller schreibe. Ich hoffe halt, dass sie super, super spannend sind, aber sie sind nicht hart im Sinne von super brutal. Sie sind halt spannend, aber es geht immer eher oder andersrum. Also was mich am allermeisten interessiert, sind die Charaktere. Viel mehr als nur der Plot, obwohl es mir super wichtig ist, dass ich einen spannenden Plot habe, dass es Subplots gibt und viele Twists und überraschende Wendungen und
dass möglichst viel auf dem Cliffhanger endet, dass es technisch alles gut ist irgendwie und aufregend. Vielmehr ist das, interessiert mich die Charaktere. Also damit fängt es eigentlich immer an. Und deswegen ist die kürzeste Antwort wahrscheinlich andere Menschen. Menschen in meinem Umfeld, Menschen, denen ich begegne, Menschen, denen ich irgendwann mal begegnet bin, ob das kurze Zufallsbegegnungen sind oder Leute, die mich länger geprägt haben. Menschen, die ich in irgendeiner Form bewundere oder Menschen, die irgendwelche spannenden Schicksale haben. Es hat immer irgendwas mit Menschen zu tun. Und dann bin ich, glaube ich, deswegen im Spannungsgenre gelandet, weil ich so eine Vorliebe für Geheimnisse habe. Also ich mag alles, was wow. ein bisschen mysteriös ist. Okay. Ein bisschen mysteriös, das finde ich super, super spannend. Okay. Und bei mir ist es gar nicht so, manchmal, wenn man auf Krimi-Festivals ist, wo viele Spannungsautoren und Autoren sind, wird man super häufig gefragt, und was fasziniert dich an? An Gewalt oder an Düsternis oder an Verbrechen. Und ich muss immer sagen, gar nichts. Das ist bei mir gar nicht. Bei mir sind es Geheimnisse. Irgendwas Geheimnisvolles, hinter das man unbedingt kommen will. Und so schreibe ich meine Bücher. Ich gehe von den Figuren aus. Also eins meiner, oder mein erstes Buch, das erschienen ist, Die Falle zum Beispiel. Das ist ein klassischer Psychothriller, der sich um eine Frau dreht, Linda Conrad, eine berühmte Bestseller-Autorin, die seit 11 Jahren das Haus nicht verlassen hat. Und wir kriegen dann relativ schnell mit, warum sie nicht rausgegangen ist. Sie ist traumatisiert, seit sie ihre Schwester ermordet aufgefunden hat. Der Mörder wurde nie gefunden, nie gefasst, obwohl sie ihn gut beschreiben konnte. Sie geriet selber so ein bisschen in Verdacht. Und das hat eine richtige krasse Angststörung ausgelöst. Die Frau geht nicht mehr raus. Und dann irgendwann kommt sie auf die Idee, sie findet dann diesen Mörder, sieht den zufällig im Fernsehen, denkt, oh mein Gott, das ist dieser Mann, den ich an diesem Abend gesehen habe. Und sie hat dann irgendwann die Idee, den mit dem Versprechen auf ein Interview in ihr Haus zu locken. Und das ist ein ziemlich elaborierter Plot und es gibt dann ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, Angst um ihre Überwindung, Männer, Frauen, Verbrechen, Schuld und Sühne und all das, Identität und so. Aber die Grundidee war, eine Frau, die ganz, ganz lange das Haus nicht verlassen hat. Und die Idee kam mir, als ich mit einer Freundin beim Essen saß. Und wir haben uns über Künstler unterhalten und Künstlerinnen und wie die Art, wie wir unser Leben leben, unsere Kunst beeinflusst. Und wir haben irgendwie über Van Gogh gesprochen mit seinem kaputten Ohr in Saint-Rémy und über Picasso und ich weiß gar nicht mehr über wen noch. Und dann irgendwann hat meine Freundin mir beim Abendessen von dieser Schriftstellerin erzählt, von der sie irgendwann mal in einem Magazin gelesen hat, die ihr Haus nicht verlässt. Und ich habe sofort gedacht, wow, was für eine interessante Figur. Und daraus verästelte sich der ganze Rest. Aber es ging mir um diese Frau. Warum ist die so? Warum geht die nicht raus? Was ist mit der? Und sowas interessiert mich. Wie Menschen ihr Leben leben, wie unterschiedlich wir alle sind und wie gleich wir alle sind. Ja, sind immer andere Menschen in irgendeiner Form. Oder ich selber. Ja, auch ein Mensch. Nun ist ja dieses Buch auch gleich eingeschlagen wie eine Bombe, kann man sagen. Ne? Also die Falle war ja doch sehr erfolgreich von der ersten Minute an. Was meinst du denn, also ich meine, es gibt ja, das ist so für mich die Frage, was macht ein Buch erfolgreich? Thriller ist ja nun ein Genre, wo man, weiß ich nicht, meinen könnte, da gibt es jetzt schon viele gute Autoren. Ja. Was meinst du, hat es bei deinem Buch ausgemacht, dass es so erfolgreich war? Ich weiß es nicht. Ohne Witz, ich weiß es nicht. Ich überlege es seit Jahren. und ich weiß es vor allem deswegen nicht. Es wäre so banal, wenn ich jetzt sagen würde, da war viel Glück dabei. Aber da war viel Glück dabei. Und das weiß ich, weil die Falle ja nicht mein erstes Buch war. Weißt du, wenn ich vorher nichts geschrieben hätte und ich wäre dann damit durchgestartet, dann wüsste ich, es lag vielleicht in irgendeiner Form tatsächlich an mir. Aber ich habe ja vorher schon geschrieben. Und vorher habe ich nicht nur keine Bestseller geschrieben, sondern ich habe Bücher geschrieben, die kein Verlag in Deutschland drucken wollte. Die haben alle gesagt, das ist irgendwie interessant, das gefällt uns ganz gut, Frau Rabe kann auf jeden Fall schreiben und wir schauen uns auch ihr nächstes Werk gerne an. Das ist es irgendwie nicht. Und da ich ja weiß, dass das, was ich vor die Falle gemacht habe, so viel schlechter nicht war als das, was danach kam, glaube ich, die Zeit war einfach reif, warum auch immer. Aber ich kann da den Finger überhaupt nicht drauf legen. Ich glaube, das Buch hat aus irgendeinem Grund in dem Moment einen Nerv getroffen. Ich könnte mir vorstellen, aber es ist totale Spekulation, dass so starke
weibliche Perspektiven, die so ein ganz klein bisschen seltsam sind. Also nicht so lupenreine Heldinnen, sondern interessante Frauen, die auch die viele verschiedene Facetten haben, die auch ihre Probleme haben. Dass ich da vielleicht gerade, obwohl ich keine Ahnung von Trends habe, zufällig in den Trend reingerutscht bin. Aber ich glaube tatsächlich, nur für den Fall, dass jemand zuhören sollte, der oder die selber schreibt, man kann es halt wirklich nicht berechnen, man kann es nicht wissen. Ich glaube, die allermeisten Bestseller-Autorinnen und Autoren schreiben einfach das, was ihnen, was sie selber spannend finden, das, was ihnen gefällt. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn es bei mir kribbelt, kribbelt es für gewöhnlich auch bei der Leserin, dem Leser. Aber darüber hinaus, das weiß keiner. Die Verlage wissen es ja auch vorher nicht, was funktioniert und was nicht. Es ist einfach ein großes Mysterium, warum manche Dinge irgendwie zünden und andere nicht. Schön, dass es gezündet hat. Ja, ich freue mich. Also ja. Alles, was dann noch kam, hat auch gezündet und dann ging es in eine ganz andere Richtung. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Ich darf dir hier schon mal ein Kompliment weitergeben, auch von einer Autorin, ihres Buchschatz. Sie hat ein Buch über ihre Reise nach Kenia, die sehr, sehr besonders war, geschrieben. Und sie schreibt, liebe Romy, dein Talkgast ist ein lebendiger Sonnenschein. Ach, wie nett. Das möchte ich an der Stelle mal weitergeben. Du hattest es ja schon anklingen lassen und du in deinen Büchern gibt es unbequeme, feministische Heldinnen, starke Frauen. Es ist immer eine weibliche Protagonistin, die Hauptfigur in deinen Büchern. Wie definierst du denn weibliche Stärke aus deiner ganz persönlichen Sichtweise, Melanie? Also, es fängt schon damit an, ich verwende den Begriff zwar auch selber, ne? Starke Heldinnen, starke Frauen, aber es fängt ja schon damit an, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine schwache Frau getroffen. Also dass wir das so betonen, die und die Figur ist ja in der Presse auch super oft zu lesen, zu meinen Büchern, Nora Richter aus Der Schatten ist eine starke Frau, denke ich mir so, wo sind eigentlich schwache Frauen? Gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Ne? Und das so zu überbetonen, sagt ja schon, dass man das für etwas Besonderes hält, dass eine Frau stark ist. Das halte ich schon mal für Quatsch. Mhm. In meiner Erfahrung, oder was ich spannend finde, was für mich Stärke ausmacht, ist Stärke ohne Härte. So würde ich das nennen. Mhm. Ich glaube, alle Frauen, die ich sehr bewundere, sind auf ihre eigene Art stark, was auch immer das heißt, weil sie sehr resilient sind, weil sie sehr mitfühlend sind, weil sie sehr zupackend sind, weil sie nicht aufgeben, weil sie sich durchsetzen, in welcher Form auch immer. Aber sie sind nicht im negativen Sinne hart. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich tatsächlich von meiner Oma habe. Als wir vorhin darüber gesprochen haben, welche Menschen uns inspirieren, als du erzählt hast, die liebe Ursula, die Zuschauer, deine Tochter, die beiden inspirieren mich zum Beispiel, habe ich überlegt, wer es in meinem Umfeld ist. Und abgesehen von engen Freundinnen wäre das meine Oma, die eine sehr, sehr warme, herzliche, unglaublich starke Person war, die es wahrlich nicht immer einfach hatte, die aber irgendwie immer geschafft hat, Dinge mit Humor zu sehen und sich durchzubeißen und die, egal was passiert ist, niemals hart geworden ist. Und das mag ich, wenn man so stark wie möglich sein kann, aber dass hier drin nicht hart wird. So also ich würde Stärke mit Herz verbinden. Ja? Stärke ist, wenn man aus dem Herzen lebt, agiert und handelt. Ich glaub, das ja, und aus dem Bauch. Ja. Also dass man nicht genau, aus dem Herzen, aus dem Bauch, dass man nicht bei allem zehnmal überlegt, wie finden das andere Leute, was kommt gut an, wofür ernte ich Applaus, wie machen es die anderen, sondern was finde ich richtig? Was fühlt sich hier richtig an, was fühlt sich hier richtig an? Klar, das ist auch noch wichtig, aber ja, genau. Mhm. Ja. Das ist die Kraft, die am Ende und am Anfang jeder Frage steht. Das ist die Liebe und das ist die Stärke. Also ich würde das auf eine Stufe setzen. Ja, Die Auswahl, kommen wir mal in das Jetzt zurück. Ich weiß nicht, wie du das erlebst im Literarischen. Die Auswahl von realistischen Frauenbildern in der deutschen Literaturbranche eigentlich unüblich, wenn auch natürlich wünschenswert. Und es gilt als
auch gar nicht so einfach, solche Frauen beim Verlag durchzubekommen. Das hast du gespürt. Wie gestaltet sich denn da eure gegenseitige Kommunikation und Einflussnahme mit deinem Verlag, mit dem du arbeitest? Die Zusammenarbeit mit meinem Verlag, mit meiner Verlegerin, meiner Lektorin ist einfach nur ein Traum. Also das kann gut sein, dass es diese Probleme gibt, aber das ist tatsächlich ein Problem, das ich nie mit meinem Verlag hatte. Mhm. Ganz im Gegenteil, die finden gerade das super. Das ist das, was mich ausmacht und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich niemals einen männlichen Protagonisten hätte. Ich würde es immer von der Geschichte abhängig machen. Aber ich glaube, da hat sich einfach richtig was getan. Ich glaube, die Dinge haben sich da wirklich verändert. Und natürlich nicht erst mit mir oder mit den Romanen, mit interessanten, facettenreichen Frauenfiguren, die so wie mein Buch erschienen sind, so 2015 rum. Ich glaube, dass Frauenfiguren jetzt zumindest schon seit einer Weile, zumindest wenn es gut gemacht ist, früher war es sicherlich schwieriger, sehr seltsam sein dürfen, dass sie sogar unsympathisch sein dürfen und dass solche Figuren mittlerweile alles sein dürfen, was auch männliche Figuren sein dürfen. Ich denke zum Beispiel an Stieg Larsson und seine Lisbeth Salander, die so tough ist, die so hart ist, natürlich auch ein Stück weit zerbrechlich, so unglaublich gut geschrieben, die Fehler macht, die rachsüchtig ist, die auch mal böse ist und so. Und ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast, als Thriller-Fan wahrscheinlich schon. Und meine Güte, haben wir die geliebt, oder, die Lisbeth? Und oder wenn ich an, das sind natürlich alles keine alten Bücher, aber ich glaube, das sind so Bücher, die so eine Wende eingeläutet haben. Das ist zumindest meine Theorie. Mhm. Oder wenn wir an Gone Girl denken von Gillian Flynn. Hast du das zufällig gelesen? Was ist das für eine weibliche Hauptfigur? Ich möchte hier für niemanden spoilern, der es noch nicht gelesen hat, aber meine Güte, was für ein Charakter. Und ich glaube, das hat viele Türen geöffnet. Also sind wir auch beim Thema Mut. Das ist auch ein bisschen, hat was mit Mut zu tun, denke ich mal, oder? Dass man sich auch mal ranwagt an sowas, um irgendwas zu verändern auch. Ja, ja, total, weil es ist ja so ein ganz, ganz, ich bin jetzt niemand, der Schreibratgeber liest, aber selbst ich weiß, dass das Erste, was einem geraten wird, ist, die Hauptfigur muss sympathisch sein, damit wir uns mit ihr connecten. Mhm. Und wenn es eine Frau ist, würde ich es einfach mal hinzufügen, dann gilt es doppelt und dreifach. Mhm. Aber dass sich das ändert und langsam irgendwie aufweicht oder schon aufgeweicht ist, dieses Klischee, das halte ich für ein gutes Zeichen. Und mir ist halt wichtig, ich mag zum Beispiel auch total gerne Figuren, die einfach wie Superhelden sind. Ne? Ich mag zum Beispiel auch gerne Dan Brown. Ich finde, Robert Langdon hat sowas, der dockt irgendwie so an meine Liebe für Indiana Jones an. Das sind so die Filme, die ich jetzt kennengelernt habe. Das liebe ich halt. Habe ich gerne auch gelesen, irgendwie so die Schatzinsel, die drei Musketiere, sowas. Mhm. Ich glaube, das dockt da bei mir an. Deswegen mag ich auch so over the top, große, perfekte Superhelden, wie Robert Langdon, der super schlau ist und alles weiß und so. Aber was mich bei mir selber irgendwie interessiert in meiner Literatur, sind Facetten. Mhm. Sodass dass ich nicht Frauen zeichne, die entweder sympathisch sind oder unsympathisch, der Engel oder die Bitch oder irgendein überhöhtes, unrealistisches Ideal oder das Gegenteil davon, sondern dass das echte Figuren sind, die nicht perfekt sind, aber Gutes wollen. Und was mich allerdings gar nicht interessiert, sind so richtige Anti-Heldinnen. Also ich bin tatsächlich eine Idealistin ein Stück weit und eine Optimistin. Und mich interessieren nur Figuren, die zumindest einen guten Kern haben, auch wenn sie Fehler machen. Und vielleicht ist das der Schlüssel auch, warum deine Bücher so erfolgreich sind, weil sich die Menschen, ja, weil sie es widerspiegelt, dass die Menschlichkeit, der Facettenreichtum, dieses Unperfekte, ja, perfekt ist, das ist was, was uns in einen Schuhkarton setzt, wo wir oftmals nicht rausgucken können. Und vielleicht ist das der Schlüssel in deinen Büchern, dass du menschlich bist. Ja, ja vielleicht. Ja. Du engagierst dich ja in deinen Romanen und in der Realität. Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, auch für Toleranz vielen Dingen gegenüber, für Diversität.
Wie erlebst du denn den gesellschaftlichen Umgang damit und welche Veränderungen möchtest du mit deiner Literatur, mit deinem Wirken als Frau, als Melanie Rabe bewirken? Boah, also zum einen, ich bin viel zu unengagiert, ne? Ich mache viel zu wenig. Wenn ich Leute wie dich sehe, dann völlig andere Geschichte. Aber natürlich gibt es Dinge, die mir wichtig sind. Und ich bin gar nicht so im öffentlichen Raum eine Aktivistin, ich bin einfach nur eine Schriftstellerin. Aber es gibt natürlich Dinge, die mich interessieren, mit denen ich mich in meinem Privatleben befasse. Ich bin eine Frau, ich bin eine schwarze Frau und da schwingen natürlich bestimmte Themen mit. Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch einen total weiten Weg vor uns haben. Ich bin aber tatsächlich optimistisch. Also ich glaube, viele Dinge werden graduell immer, immer besser. Wir merken es manchmal nicht. Und ich glaube, das ist so eine Sache von zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Der eine Schritt zurück tut immer wahnsinnig weh, aber die zwei Schritte nach vorne passieren danach wieder. Was mir halt wichtig ist Diversität. Ich finde es irre, dass wir immer noch über Feminismus sprechen müssen. Ich finde es irre, dass es immer noch Leute gibt, die nicht verstehen, warum das wichtig ist. Ich finde es erstaunlich, dass es immer noch, und ich sage das gar nicht, um mich über andere zu erheben oder auf irgendeine Art, die judgmental ist. Es erstaunt mich einfach nur wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass es immer noch viele Frauen gibt, die sagen, mit Feminismus habe ich nichts am Hut. Denn so wie ich Feminismus definiere, und ich glaube, das ist eine Definition, die ich von Emma Watson übernommen habe, über die wir schon kurz gesprochen haben, ist dieses klassische, wenn du glaubst, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben sollten, dann bist du ein Feminist oder eine Feministin, egal ob dir das Wort gefällt oder nicht. Und so sehe ich das halt auch. Und ich fände es skurril, wenn irgendwer, vor allem Frauen, der Meinung wären, dass wir nicht die gleichen Rechte haben sollten wie Männer. Ich bin auf jeden Fall, das finde ich auch wichtig, eine trans-inklusive Feministin. Also ich finde es wichtig, da alle Facetten, alle mitzunehmen. Die vielleicht wachsende, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber auch in Europa wachsende Homophobie finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist auch ein Thema, das mich beschäftigt. Und dann natürlich dieser Backlash, den der Antirassismus zum Teil auch erfährt. Es gab gerade auch wieder eine große Debatte, nachdem ein Artikel im Tagesspiegel war, in der Berliner Tageszeitung, in dem sich die Kolumnistin sehr echauffiert hat darüber, wie die Antirassismus-Aktivistin, die ich persönlich ganz, ganz toll finde, die einen tollen Job machen, Leute zu educaten. Kurz gesagt hat sie, glaube ich, geschrieben, die machen sich damit nur die Taschen voll, was ich irre finde, Aktivistin vorzuwerfen. Und dann merkt man, es muss noch so viel passieren. Und das sind alles Dinge, wo ich hingucke, die mich privat beschäftigen, wo ich, keine Ahnung, wenn ich gerade Corona ist, auf Demos gehe, wo ich auf Social Media so ein bisschen drüber spreche, aber alles in einem kleinen Rahmen, weil ich für über vieles zu wenig weiß und selber lerne und gucke, welche NGOs ich unterstützen kann. Aber das sind so meine Themen, die ich irgendwie spannend finde. Und genau, also eigentlich ich bin keine Aktivistin wie du, weil so viel mache ich nicht, deswegen darf ich mich so nicht nennen. Aber ich bin so eine kleine private Aktivistin. Und manchmal schwappt es so ein bisschen in meine öffentliche Persona rüber, so würde ich es beschreiben. Ich finde es schon auch, wie du es, also wie du die Inhalte, was dich bewegt, beschreibst, spricht schon von einer Vielfältigkeit und einer Offenheit auch den Dingen gegenüber. Und ich glaube, man könnte, da braucht es gar nicht so viele Namen wie Feminismus, Homophobie und sondern einfach das Wort Menschlichkeit. Dass wir Ja, absolut. Also im Übergeordneten schon. Ich finde es tatsächlich wichtig, auch differenziert zu gucken, weil Antisemitismus nochmal anders funktioniert als, weiß ich nicht, Schwulfeindlichkeit oder so. Und ich finde, da sollte man separat hingucken. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir sind Am alle Ende des Menschen, liebe Tages hat Melanie. es mit Wir sind alle Respekt zu Menschen. Ja, tun. Ne? natürlich, wir sind alle Menschen. Und wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, dann gibt es all diese Spannungen nicht, wenn wir den anderen einfach so sein lassen, wie er ist. Ja? Was haben wir zu sagen? Wie soll ich sagen? Wir haben nicht das Recht, irgendjemanden zu bewerten und zu sagen, du bist schlecht, du bist gut, du bist böse, du bist das, ich bin besser, du bist schlechter. Völliger Quatsch. Wir sind Ja, alle absolut, Menschen. absolut. Ja? Aber es sind leider zum Teil Ja. sehr verfestigte Strukturen.
die manchmal gar nicht so leicht aufzulösen sind, wie eine Optimistin wie ich sie das wünschen würde. Ja. Also es ist viel Arbeit zu tun, aber mal gucken. Ich glaube immer noch an die 2 Schritte vorwärts. Definitiv. Und ich glaube, es ist auch, man kann auch, wie soll ich sagen, die Welt kannst du auch nicht ändern, ja, auch wenn man das oftmals möchte, von jetzt auf gleich. Es ist einfach so wie du, wie jeder andere, dem das bewusst ist und der bewusst lebt, das einfach lebt und damit einfach ein Vorbild ist. Ja. Und dann darf sich's ausbreiten. Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Geschichte, so ein kleiner Schnitt. Du hast mit deiner Freundin Laura Kampf einen Podcast ins Leben gerufen. Rabe und Kampf, finde ich spannend, also dass ihr euch auch für euren Namen entschieden habt, hat eine sehr starke Aussage, finde ich. Ja. Sag gleich, warum wir das so gemacht haben. Bitte. Und erzähl uns doch ein bisschen auch über welche Themen ihr in eurem Podcast sprecht und wie das Feedback ist von euren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, total gerne. Erst einmal muss ich mir kurz die Nase putzen. Ich eine komische Allergie, mir läuft durch die Nase. Und erst kurz zu den Namen. Es geht um Kreativität, das war uns von Anfang an klar, das sollte irgendwie über allem stehen. Mhm. Und wir haben uns die Köpfe zerbrochen nach einem irgendwie coolen Namen für unseren Podcast. Und es ist natürlich ein bisschen peinlich, weil es ist ein Podcast über Kreativität, mir zugeben zu müssen, dass uns kein Titel eingefallen ist. Wochenlang überlegt haben, wie wir uns nennen. Es gibt natürlich auch schon vieles. Und irgendwann habe ich dann so, Laura, sollen wir uns einfach Rabe und Kampf nennen? So, ja, machen wir jetzt so. Deswegen heißen wir Rabe und Kampf. Okay. Sehr kreativ, Frau Rabe. Klingt halt deswegen gut, weil Laura so einen guten Nachnamen hat. Mhm. Kampf ist halt einfach ein guter Nachname. Yeah. Und, aber tatsächlich heißen wir nur deswegen so. Und der Podcast wurde aus der Idee geboren, oder anders, Laura und ich sind schon relativ lange befreundet. Wir kommen aus der gleichen Kleinstadt, mhm. aus der, in die ich gezogen bin, nachdem wir im Osten weg sind, mhm. Die mit den klappigen Autos und so. Und Laura ist super, super kreativ, aber auf ganz andere Art und Weise als ich. Sie hat ganz andere Talente. Mhm. Sie baut Dinge mit ihren Händen, sie designt. Ich glaube, sie kann alles, jedes Möbelstück, jedes Designobjekt kann sie selber bauen. Sie hat von Tisch über Tätowiermaschine bis Kinderkarussell schon, glaube ich, so ziemlich alles gebaut, was man machen kann. Okay. Und ist halt einfach so eine richtige Künstlerin, Erfinderin. Sie ist YouTuberin noch dazu und hat mittlerweile ihr eigenes Segment bei der Sendung mit der Maus, Laura's Machgeschichten. Und ist einfach so ein krasses Multitalent, das aber mit sehr konkreten Dingen, mit Materialien arbeitet. Ich arbeite halt nur in meinem Kopf mit Worten. Mhm. Und Laura und ich haben uns schon ganz lange, bevor der Podcast begonnen hat, super häufig in der Mittagspause getroffen und uns ausgetauscht. Mhm. Ich habe da häufig im Café geschrieben, ist aber Laura um die Ecke und da haben wir uns dann ein Stündchen getroffen. Und sie hat von ihrer Arbeit erzählt, ich habe von meiner Arbeit erzählt, wir haben natürlich auch so ein bisschen Privatkram bequatscht. Und irgendwann, je erfolgreicher wir beide wurden, desto seltener sahen wir uns und uns fehlten diese Gespräche. Und wir haben auch gemerkt, dass diese Gespräche irgendwie sehr fruchtbar sind. Also ich habe gemerkt, wenn ich irgendwie an der Stelle nicht weiterkomme in dem Text, hilft es mir manchmal irgendwie mehr mit Laura zu sprechen, die gar nicht schreibt, als mit einer anderen Autorin. Warum auch immer. Und es gibt also Schnittstellen, Schnittmengen beim kreativen Arbeiten. Und irgendwie haben wir dann gedacht, vielleicht könnten andere Menschen davon profitieren, wenn wir diese Gespräche aufnehmen. Und vielleicht könnten wir auch davon profitieren, das zu ritualisieren, weil wir uns dann wieder regelmäßig treffen müssen, was wir eigentlich sehr gerne möchten, mhm. Aber oft nicht schaffen, weil die Zeit fehlt. Ja. Und so haben wir es irgendwie priorisiert. Und so wurde dieser Podcast geboren. Und wir sprechen tatsächlich einmal pro Woche, wir bereiten uns tatsächlich gar nicht vor, wir setzen uns zusammen, jetzt gerade während des Lockdowns nicht, jetzt nehmen wir gerade remote auf, so wie wir, aber normalerweise setzen wir uns bei mir in der Küche zusammen. Ich habe schon Kaffee gemacht, wenn die Laura kommt. Meistens hat sie ihren Hund dabei. Wir machen es uns gemütlich und überlegen beim ersten Kaffee, worüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Und es hat immer irgendwie mit kreativem Schaffen zu tun. Ganz, ganz selten brechen wir da mal aus. Eigentlich hat es immer mit Kreativität zu tun. Aber das ist halt ein weites Feld. Ne? Das kann sich drehen um konkrete Dinge wie Ideenfindung, Kreativitätstechniken. Das geht aber manchmal auch fast so in Richtung Self-Help will ich das nicht nennen, aber es geht natürlich auch um Selbstbewusstsein, um Disziplin, um Inspiration,
um Mut, um Durchhaltevermögen, um Resilienz, um alles, was man halt braucht, um, ja, um kreativ zu sein, um ein kreatives Leben zu führen, aber natürlich auch grundsätzlich, um ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Und das ist unser Podcast. Ich finde das großartig. Morgen nehmen wir die nächste Episode auf. Ich ja. weiß noch nicht, wie es gehen wird, aber okay. Allein die Idee und wie du es uns erzählst, es ist ein, also sprüht vor Kreativität. Ja? Also Kreativität ist ja nicht nur mit den Händen was machen, sondern auch, dass man dann sagt, man schafft etwas, wo man sich menschlich auch immer wieder begegnen kann. Und das ist eine kreative Möglichkeit. Und ich bin deiner Freundin Laura sehr, sehr dankbar. Denn sie hat dich dann letztendlich auch in die Richtung, oder hat dich inspiriert, dich dem Thema Kreativität in einem Sachbuch anzunehmen. Ja? Ja. Dem Buch ja. Kreativität, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Finde ich wunderschön formuliert. Wirklich, weil es ist, Kreativität ist, ist wie, wie ein kleiner Urlaub, ist, wenn man das macht, wenn man sich aus seiner Komfortzone wagt und etwas Neues, das ist, gibt einem so viel, also man kann ruhig sagen, Kick, ja, wenn man mal was Neues ausprobiert und ja. das funktioniert dann, und wenn es nicht, ärgere ich mich, dann fange ich nochmal neu an und ich kann in meinem Leben so viele neue Highlights setzen, die mich einfach auch, gerade auch in jetzigen Zeiten, wieder ein Stück weit auch ins Leben bringen. Ja? Also ich glaube, diese Zeit, die wir jetzt haben, ist ein wunderbarer Nährboden für Kreativität. Weil, also der eine muss sogar, ne, sich überlegen, wie mache ich jetzt hier weiter, welchen Weg nehme ich. Andere machen eine Website, die nächsten schreiben ein Sachbuch oder weiß ich nicht. Ne? Also das ist, Kreativität ist was Wunderbares und ja, ist irgendwo auch in jedem von uns, ja, wenn wir es, wenn wir nur daran glauben, an diese Magie der Kreativität. Ja, das finde ich auch so wichtig. Das ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Punkte für mich in dem ganzen Buch. Der Punkt, dass wir alle kreativ sind, nur nicht alle auf die gleiche Art und Weise. Weil ich das so schade finde. Bevor Corona kam, war ich viel auf Lesereise, habe viel mit Leuten gesprochen am Signiertisch. Und so oft höre ich irgendwie, oh, ich wäre auch sehr, so gern kreativ, aber ich bin es leider gar nicht. Oder ich würde auch gern ein Buch schreiben, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und ich denke mir jedes Mal, jede und jeder von uns ist kreativ. Mhm. Als Kinder, ich habe noch nie ein unkreatives Kind gesehen. Und ich frage es halt nur, ob wir uns das erlauben oder ob wir denken, es gibt so viele falsche Glaubenssätze zum Thema Kreativität. Kreativität ist nur was für Künstlerinnen und Künstler. Kreativ sind nur besondere Menschen, aber nicht ich. Und da habe ich viel Empathie für. Ich verstehe, wo das herkommt. Und das mal aufzulösen und zu merken, wie schön das ist. Und dass man da ja auch gar nichts muss, was man nicht mag oder nicht kann. Ich zum Beispiel kann nicht singen, ich kann nicht gut tanzen. Ich kann viele literarische Formen beherrsche ich überhaupt nicht. Aber ich finde, erstens, wenn man so Augen, Ohren und Herz offen hält und im eigenen Leben die Gestaltungsspielräume erkennt, das ist so schön. Und dann natürlich, wenn man mindestens eine Form gefunden hat, in der man sich irgendwie zu Hause fühlt. Bei mir ist es das Schreiben von Romanen, bei anderen sind es ganz andere Dinge. Stricken, backen, malen, tanzen, was auch immer es ist. Ne? Ich glaube, das kann wie so ein richtiger Anker im Leben sein. Weil man wird so autark dadurch. Ja, weil man ein Stück weit aus seiner Komfortzone auch rausgeht, wie man so schön sagt. Ja, man, ja. Man stellt sich diesen Dingen einfach und kann den Fokus von dem Alltäglichen, ja, man kann so ein bisschen den Alltag stören mit dem, was man tut. Ja, und das ist erfrischend, einfach einen da rauszuholen. Wie bist du denn, ist ja völlig, also ein völlig anderes Genre zum Thriller. Wie bist du denn an das Schreiben dieses Buches herangegangen? Das war für mich tatsächlich ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich ja, ich komme aus dem Journalismus. Mhm. Deswegen Non-Fiction-Sachthemen war für mich das eigentliche Zuhause. Okay. Ich habe zwar schon so ein bisschen Fiktion geschrieben, bevor ich angefangen habe, Journalistin zu werden, aber eigentlich ist es ja das, was ich gelernt habe. Und ich habe dann tatsächlich versucht, bewusst so ein bisschen die Journalistin ganz beiseite zu schieben und tatsächlich fast auch so ein bisschen die Romanautorin zuzulassen. Denn ich habe zwar wahnsinnig viel recherchiert für das Buch, ich habe unglaublich viel gelesen zum Thema Kreativität und natürlich auch viel eigene Erfahrung mitgebracht. Aber mir war ganz wichtig, dass es kein trockenes Sachbuch ist. Ich bin zwar ein Nerd und ich liebe Sachbücher mit 1000 Fußnoten, aber ich wollte, dass es ein wirklich lebendiges Buch ist, dass ich fast wie, nicht wie ein Roman liest, aber dass ich
Also meine Intention war tatsächlich, es soll sich anfühlen, wenn man es liest, als würde die beste Freundin zu einem sprechen oder eine sehr gute Freundin, die einfach auf dem kreativen Weg ein bisschen weiter ist. Mhm. Das war der Ton, den ich gesucht habe. Deswegen duze ich mein Publikum auch und erzähle auch viel von mir, auch viele Dinge, die vielleicht ein bisschen peinlich sind, die nicht so gut geklappt haben, um Leute auch ein bisschen okay. die Angst zu nehmen ja, und dafür zu sorgen, dass die Leute ins Machen kommen. Weil das wichtig ist und weil ich tatsächlich auch weiß, wie schwer das sein kann, wie viele Hürden es geben kann, habe ich am Anfang erzählt, wie es bei mir auch so ein bisschen am Anfang so ein bisschen gebraucht hat, bis ich mich getraut habe und so. Ich verstehe das alles so gut. Und dann natürlich hat es Spaß gemacht, tolle Techniken zu finden, tolle Beispiele zu finden, tolle Fragen zu finden, die man sich selber stellen kann, Übungen zu finden, die man mit dem Buch machen kann, Listen, die man mit Hilfe des Buches schreiben kann. Das hat auch einen starken Mitmachfaktor. Und ja, es war irgendwie eine total freudvolle Arbeit. Also irgendwie konnte ich auf perfekte Art und Weise meinen alten Job, den Journalismus, meinen neuen Job, das Romanschreiben und meine Persönlichkeit perfekt. Verbinden. Perfekt, mhm. Super. Es war echt pure Freude, dieses Buch zu schreiben. Und was mir auch so in dem Buch gefällt, sind diese Illustrationen. Die sind wirklich so wunderschön. Vielleicht kannst du da auch ja. nochmal was dazu erzählen. Also ich hoffe, ihr könnt es sehen hier. Die sind so warm und so rein, diese Illustrationen. Wer hat die gemacht? Die hat die Inke Hagen gemacht, ja. Von tatsächlich Inhouse Random House. Und ich finde die auch wunderschön. Und was ich so toll finde, ist, sie ist halt wirklich so kreativ geworden. Also sie hat wirklich, an ein paar Stellen musste ich richtig lachen, was sich hat einfallen lassen. Sie hat halt wirklich Textstellen genommen und die an vielen Stellen komplett um die Ecke gedacht. Mhm. Und sie ist nicht bei einem Stil geblieben, sondern hat den Stil immer der Stelle angepasst. Ne? Und ich mag das auch so, dass an vielen Stellen nicht einfach nur dann ein Bildchen da ist, sondern dass sie oft auch was über zwei Seiten macht oder ja. dass so einen Text reinmacht. Das ja. ist einfach total, total toll geworden. War ich auch super, super glücklich drüber. So, und jetzt dürfen wir was hören aus deinem schönen Buch. Wir kriegen eine kleine Privatlesung von Melanie. Ich ja, freue mich. Ja, total gerne. Ich habe eine ganz, ganz kurze Stelle ausgesucht, die, glaube ich, ganz schön illustriert, dass es in diesem Buch nicht nur um große Kunst geht, sondern auch einfach um Kreativität im Alltag. Das ist mir total wichtig. Und genau. Auf die schönste Art, kleine kreative Ideen in den eigenen Alltag zu integrieren, stieß ich in den frühen Nullerjahren. Random Acts of Kindness. Also eher zufällige, freundliche Taten. Ich wurde durch den britischen Comedian, Autor und Filmemacher Danny Wallace darauf aufmerksam, der ein kleines Buch zu dem Thema geschrieben hat. Random Acts of Kindness, 365 Ways to Make the World a Nicer Place. Random Acts of Kindness können relativ offensichtliche Dinge sein. Der Kassiererin im Supermarkt ein angemessenes Kompliment machen, einen netten Kommentar hinterlassen, wenn du online etwas gelesen oder gesehen hast, das dir gefallen hat. Ein Kompliment in die Küche schicken, wenn dir das Essen im Restaurant geschmeckt hat. Natürlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau darum geht es ja. Immer neue kleine Ideen zu finden, mit denen man den Menschen in der eigenen Umgebung den Tag schöner, lustiger, heller oder bunter machen kann. Im Coffeeshop nicht nur den eigenen Kaffee zu bezahlen, sondern auch den der Person hinter dir ist ein Klassiker. Einem Unternehmen, das häufig mit Beschwerden zu tun hat, wie die Deutsche Bahn zum Beispiel, ein Lob auszusprechen, wenn etwas besonders gut gelaufen ist, ist ein weiterer. Im Film Evan Allmächtig aus dem Jahr 2007 begegnet die Hauptfigur Evan dem lieben Gott höchstpersönlich. Gott, gespielt von Morgan Freeman, verrät Evan in einer Szene, wie man die Welt verändert. One act of random kindness at a time. Ich finde da etwas dran. Und selbst wenn nicht, es macht Spaß und ist eine der spannendsten Arten, Kreativität zu üben. Oh mein Gott. Also, ich brauche nicht mehr sagen, ne? Holt euch dieses Buch. Es ist echt ja, eine Bibel der Kreativität. Das kann man sich... Ja, doch, es ist wirklich schön. Was bedeutet denn für dich ganz persönlich Kreativität, liebe Melanie, und wie erlebst du diese? Kreativität, wenn ich das wirklich definieren müsste, und es klingt wahrscheinlich ein bisschen unromantisch, meine ich aber gar nicht so, ist ein Werkzeug tatsächlich.
Und ich mag die Definition, dass Kreativität ein Werkzeug ist, deswegen so gerne, weil uns das klar macht, dass wir damit alles Mögliche machen können. Wir können damit, klar, das ist das Erste, woran wir denken, Kunstwerk kreieren. Wir können damit eine Konversation kreieren, so wie wir gerade. Wir können damit aber auch Technik erschaffen oder Innovationen und irgendwann dann zum Mars fliegen. Wir können damit alles Mögliche machen. Und das finde ich spannend. Und für mich persönlich, wie ich das lebe, ich finde, Kreativität ist so eine Art Superpower. Also ich finde, deswegen habe ich das Buch auch so genannt, Kreativität, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Ich glaube tatsächlich, dass das alles zutrifft. Wenn wir kreativ sind, lernen wir uns selbst zu helfen. Weil Kreativität ja auch immer so ein bisschen was mit Problemlösung zu tun hat. Und ich glaube, dass unser Selbstbewusstsein wächst, dass wir merken, die Welt ist nicht so statisch, wie sie manchmal wird, sondern sie ist formbar, im Großen wie im Kleinen. Und wir können tatsächlich etwas verändern. Und ich glaube, wenn man das gemerkt hat, dass alles, was um uns herum ist, jeder Gegenstand, jedes technische Gerät, jedes Buch, alles, was auf Netflix läuft, dein Channel, alles, was du machst, dass all das von irgendwem kreiert wurde, der eine Idee hatte, gedacht hat, das mache ich, und ein bisschen Zeit und Mühe investiert hat, dass alles von irgendwem gemacht wurde. Der Schrank, der Kalender, das sind alles Erfindungen, das sind alles Dinge, die sich jemand ausgedacht hat. Und dass wir das auch können, das finde ich total magisch. Und ich versuche tatsächlich weit über meinen Job hinaus kreativ zu leben, indem ich mir den eigenen Gestaltungsspielraum immer wieder klar mache. Und das geht weit darüber hinaus, einen schönen arrangierten Blumenstrauß auf den Tisch zu stellen oder was Spannendes zu kochen, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass man sich der eigenen Macht und der eigenen, der eigenen Gestaltungskraft im Leben klar wird. Also ich finde, das ist tatsächlich, das klingt manchmal ein bisschen banal, aber es ist halt überhaupt nicht banal. Und ob man im Kleinen wirkt oder im Großen, ist vollkommen unerheblich. Aber ich glaube, dass tatsächlich jeder kleine kreative Akt, ganz egal, was man kreiert, einen Unterschied macht. Und das macht mein Leben total schön und reich irgendwie, das zu wissen. Und das können so kleine Dinge sein. Ich habe, bevor wir angefangen aufzunehmen, ist mir eingefallen, dass meiner Freundin von mir gerade was Wichtiges ist. Und ich habe ihr schnell eine super, super alberne Sprachnachricht aufgenommen. Und ich hoffe, sie muss sehr lachen, wenn sie sie hört. Und das ist was ganz, ganz Kleines. Mhm. Aber das ist auch so ein Beispiel, dass ich irgendwie ein Buch bringe. Man kann alles auf normale und auf kreative Art und Weise sagen. Und es auf kreative Art und Weise zu tun, das macht einen Unterschied. Und du hast heute zum Beispiel sehr kreative Fragen gestellt und dich total auf dieses Gespräch eingelassen. Das macht einen Unterschied, als wenn du einfach kurz auf Wikipedia geguckt hättest, wer ist Melanie Rabe, ein paar Standardfragen. Ne? Also jeder kleine kreative Akt macht einen Unterschied. Und wenn man das einmal weiß, dann blühen die Dinge so ein bisschen auf, finde ich. Ja, wenn man auch so auf sein Bauchgefühl und auf seine Talente hört, die man hat. Ja? Und nicht versucht, sich irgendwo anders einzusortieren, sondern wirklich in dem, wo man ist, wo man seine Stärken hat und auch seine Schwächen einfach aufblüht und die aufgehen lässt. Ja? Also ich kann zum Beispiel auch nicht singen, das möchte ich der Welt nicht antun. Ja, kann ich nicht. So, ich tanze gern, nicht jetzt Latein oder so, aber ich gehe gerne zum Tanzen. Ich mag es, mich mit netten, feingeistigen Menschen zu umgeben, tolle Gespräche zu führen. So wie für dich das Schreiben. Schreiben ist deine große Liebe, kann man so sagen. Und du hältst dich daran. Und deswegen ist es auch so in der Größe am Markt, am Menschlichen, weil du das machst, was du kannst, was du liebst und du das auch lebst und das auch nie in Frage stellst für dich selber. Und ich glaube, das ist genauso wie wenn jetzt eine Frau einen Schal strickt oder häkelt oder was Tolles kocht. Ja, all das sind Dinge, die den Alltag oder das Leben schöner machen in ihrer Art und Weise. Also danke für dein Statement. Das war jetzt wirklich wow. Und das Buch sowieso, ja, also das ist ein Muss in jedem Schrank, auf jedem Tisch. Alleine schon die Optik, ich muss es jetzt so sagen, wenn es so schon am Tisch, am Schreibtisch steht, das ist ein Eyecatcher. Man schaut immer wieder hin und es hat eine Ruhe. Und diese Schale mit den Pflanzen drin und dem kleinen Schmetterling oben, ich liebe Schmetterlinge,
Ne? Ja. Das ist so, ist eine Grundaussage einfach. Ja, also es ist einfach von innen und außen, so wie du, wunderschön. Oh, danke schön. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du es machst. Wir haben auch, du hast doch gesagt, Resilienz ist für dich etwas Wichtiges in deinem Leben. Du bist jetzt 2020, ja, kann man schon sagen, erfolgreich ist schon im Schriftstellerin, ja, dein Ruf eilt dir voraus. Wie würdest du denn oder was würdest du denn der Mel Rabe aus 2009, die angefangen hat, heute mitgeben auf ihren Weg? Das ist so eine gute Frage. Also zum einen bin ich natürlich froh, dass sie alles genauso gemacht hat mit allen Fehlern, weil sie dazu geführt hat, das wissen wir aus den ganzen Zeitreisefilmen, dass ich genau hier gelandet bin. Und wenn irgendein Detail anders gewesen wäre, wären die Dinge nicht so, wie sie jetzt sind. Deswegen alles gut. Aber ich wäre froh, wenn die kleine, jüngere Mel sich ein bisschen mehr entspannt hätte. Also ich bin ein bisschen. Okay. Also ich bin eh kein grundentspannter Mensch. Ne? Wenn ich mir eine Fähigkeit wünschen dürfte, die mir leider zu oft abgeht, wäre das Gelassenheit. Ich finde alles aufregend, alles. Wir sausen auf einem Planeten in Lichtgeschwindigkeit durchs All und ich soll mich entspannen, ja. Das fällt mir schwer. Ja. Ich finde alles aufregend, ich finde alles den hellen Wahnsinn und es gibt so viele Möglichkeiten und Optionen und man will so viel, man will ja auch viel bewegen und es ist einem so viel wichtig und ich merke aber, und ich finde, das strahlst du für mich übrigens total aus, Menschen, die, man kann ja so viel Energie haben, wie man möchte, aber wenn man ein bisschen mehr in sich ruht, als ich es vielleicht jetzt noch tue und also vor 10 Jahren oder so, um Gottes Willen, all over the place. Das würde ich ihr, glaube ich, raten, sich ein bisschen mehr zu entspannen, weil es passiert ja, es passiert nicht automatisch etwas Schlimmes, wenn man sich ein bisschen entspannt. Und gleichzeitig ist es natürlich immer schwer, dem jüngeren Ich etwas zu raten, weil ich glaube, alle Erfahrungen sollte man so machen. Und die man vielleicht nicht machen sollte, die man sich gerne erspart hätte, haben auch zu was geführt. Und ja, ach Mel, entspann dich ein bisschen. Würde ich auch sagen. So. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Das ist so eine gute Frage, weil ich weiß es gar nicht so richtig. Also, gelassen werde ich, bin ich jetzt mit 45 auch noch nicht. Ja, und ich möchte es auch gar nicht, weil ich viel zu neugierig auf das Leben bin und das alles aufsaugen möchte wie ein Schwamm. Vielleicht manchmal an manchen Stellen den Mund einfach halten. Ja, ich habe manchmal, in meinen jungen Jahren habe ich oftmals, das habe ich dann auch zu spüren bekommen. Aber ich war eigentlich auch schon immer so ein kleiner Querulant, der dann auch die Dinge klar beim Namen genannt hat. Was nicht immer fein und schick ist, aber letztendlich hat es mich auch geprägt, die Erfahrungen damit. Ja. Aber ich würde meinem jüngeren Ich schon sagen, na, manchmal ein bisschen runter vom Gas, dann auch die Ungeduld, also das ist mein großes Manko immer noch, ja. Was man auch, ne, kann sagen, lehn dich einfach mal zurück, glaub an dich und lass die Dinge auf dich zukommen. Du kannst nicht alles beeinflussen, auch wenn du es noch so gerne möchtest. Ja? Und ich glaube, das ist die Frage, die ich mir jetzt dieses Jahr ganz besonders stelle, weil wir immer sagen, wenn wir jung sind, müssen wir so und so viele Erfahrungen machen. Warum können wir das nicht alles schon vorher wissen, was wir jetzt mit 40, 50, 30 wissen. Ne? Ich glaube, dem können wir schon ein bisschen begegnen, die verschiedenen Generationen einfach zusammenzubringen. Guter Punkt. Das heißt, ich weiß nicht, wie du das erlebst, dass die ältere Generation der jüngeren Generation immer so ein bisschen diesen wunderbaren, energischen Wind immer so ein bisschen, ne, bremsen möchte. Und die Jungen wiederum sagen, ach, ihr seid ja langweilig. Oder irgendwie so, ne? Jetzt in Worten gefasst. Ja. Wenn man das aber, diese Weisheit von, sag ich mal, ne, von 50, 60 nimmt und mit der Energie von 20, 30 zusammentut, wow, was kann da passieren? Ich bitte dich. Ja. Ja? Also diese Frage hat sich, glaube ich, schon,
haben wir uns schon oft gestellt, ich mir auch immer wieder, warum habe ich das damals nicht gewusst, ne, was ich jetzt weiß? So. Ja. Und warum unterstützen wir uns nicht in dem, dass wir uns einfach, dass wir diese Erfahrung also miteinander erleben, in aller Toleranz und in allem Respekt und uns auch austauschen und uns auch sagen, das finde ich jetzt nicht gut, ne, das finde ich richtig toll, dass du das machst, ich fühle, dass du jetzt traurig bist, einfach die Generationen in jeglichem Sein verstehen. Und dann kann man auch, glaube ich, erübrigt sich die Frage, was man seinem jüngeren Ich sagen möchte. Guter Punkt, Romy. Ja? Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Und ganz, ganz wichtig sind, weiß nicht, wie du das erlebst, also für mich sind so Anker ganz wichtig geworden im Leben. Ja? Also sprich, zu wissen, wenn ich durch die Tür komme, durch die ich hier in Ottobrunn komme jeden Tag, das ist mein Zuhause. Ich fühle ein Zuhause. Was bedeutet Liebe in meinem Leben? Welche Ansprüche habe ich an mein Leben? Was erdet mich? Was gibt mir Inspiration? Was macht mich kreativ? All das sind wunderbare Anker. Was sind denn deine Anker? Das sind ganz ähnliche Dinge. Natürlich die wichtigsten Menschen in meinem Leben, das ist klar. Dann ist tatsächlich auch ein Ort. Also ich habe tatsächlich, ich wollte immer, als ich jünger war, wollte ich zum Beispiel immer in New York leben oder in irgendeiner anderen ganz aufregenden Stadt. Primär in New York. Ja, definitiv. Und jetzt aktuell genieße ich das viel mehr, also je älter ich werde. Ich habe begriffen, dass Köln meine Homebase ist, hier bleibe ich. Also genau dieses Zuhause zu haben, ist mir auch total wichtig, diesen Rückzugsort auch. Und von da dann reisen zu können. Aber zu wissen, hier ist die Homebase. Der kleine Satellit guckt zwar immer mal irgendwo rum, aber hier kommt er wieder zurück. Das gibt mir gerade sehr viel Ruhe. Und dann sind es natürlich Werte, ne? Also die wichtigsten Menschen, ein Zuhause und die eigenen Werte, die irgendwie einem, egal wie chaotisch es wird, so eine Heimat in sich selbst geben, dass man weiß, da zeigt der innere Kompass hin, da geht's lang, das finde ich richtig, nee, das fühlt sich völlig falsch an, das mache ich nicht, das finde ich nicht okay, das würde ich sagen. Also die Werte, die man sich so erarbeitet, erfühlt, was auch immer hat, Menschen und auch dieser Ort, genau, also bei mir ganz, ganz ähnlich wie bei dir. Und dieser Ort ist viel wichtiger geworden. Also als ich jünger war, war mir das wurscht. Klar wollte ich ein schönes Zuhause haben, aber war ein bisschen egal. Aber das hat sich tatsächlich bei mir verändert. Das ist mir jetzt wichtig geworden. Ja. Also das betrifft nicht nur die Räumlichkeit, ne? Dass du einfach weißt, hier, wie du so schön sagst, hier ist meine Basis, hier werde ich aufgefangen, egal was ist, ja, hier werde ich erkannt. Das ist, das ist ein Zuhause. Ja. Und ich glaube auch, ein Anker ist manchmal auch gegen den Strom zu schwimmen und einfach seine Linie, seinen Weg zu finden und dem auch treu zu bleiben, egal was da von außen kommt. Und ich glaube, dann stehst du auch im Sturm irgendwann, wenn du weißt, das kann ich und das kann ich nicht und dir dessen bewusst bist. Das ist auch ist ein Anker, den ich auch erst lernen musste zu setzen. Ja, den habe ich auch lange nicht setzen können. Anker sind auch Gespräche mit Menschen. So wie mit dir, mit Menschen, die wir mögen, ja, mit unseren Kindern. Und sie beflügeln und inspirieren, wie wir bei dir sehen, zu jedem neuen Fall, zu jedem neuen Buch. Und da schließt sich der kreative Kreis auch wieder. Ja, das stimmt. Ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar, liebe Melanie, dass du, ich entlasse dich noch nicht, wir gehen gleich noch auf Instagram. Ne? Nicht, dass du meinst, du kannst jetzt hier schlafen gehen oder so. Noch nicht. Aber ich danke dir von Herzen, dass du hier der Community auf Facebook so ein Stück weit dein Herz geöffnet hast und was dich bewegt, wie du die Dinge siehst, was du noch tun möchtest und was du mit deinen Büchern der Welt mitgeben möchtest. Einfach, dass wir mutig sein dürfen, dass wir uns trauen dürfen und und auch Fehler machen dürfen, dass wir an unsere Talente glauben und dass wir uns auch mal
mit Kreativität so einen kleinen Mini-Urlaub geben dürfen. Und das war jetzt so das, was ich in dem Buch Kreativität einfach sehe. Ne? So eine kleine Reise nach New York oder nach Hawaii oder was weiß ich. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo wir nicht reisen dürfen. Und ja. Dass die Liebe zum Buch. Ja, ich liebe Bücher und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin zwar auch Hörbuch-Fan, aber ich liebe es einfach, in einem Buch zu blättern, das zu riechen. Das ist auch was menschlich ist, was Menschen erschaffen. Das kann keine Maschine und kein Nix ersetzen. Und deswegen danke, dass es dich gibt und dass wir noch ganz, ganz viel von dir hören und lesen. Darauf wette ich. Ja? Und ich möchte zum Schluss dich noch bitten, was möchtest du als deine ganz persönliche Botschaft an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mitgeben? Ja, also schnell vorab, danke für dich und für die Einladung und dieses tolle Format, Romy. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich habe auch viel gelernt, übrigens. Was ich auf jeden Fall mitgeben wollen würde, wäre der so einfache wie schöne Satz, du bist genug. Als das zum ersten Mal, das hat meine beste Freundin vor ganz, ganz vielen Jahren mal zu mir gesagt, es hat so viel verändert. Ich finde, da steckt so viel drin. Wenn wir genug sind, können wir jetzt das machen, was wir machen möchten. Wir müssen nicht erstmal perfekt werden, in welcher Art und Weise auch immer. Wir müssen nicht abnehmen, um ins Schwimmbad zu gehen. Wir müssen nicht noch klüger werden, um das Buch zu schreiben. Wir müssen nicht noch schöner werden, um XY anzusprechen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Wir sind genauso, wie wir jetzt sind, genug. Das heißt nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln können. Das bleibt eh nicht aus. Wir verändern uns jeden Tag, jede Sekunde. Aber genauso, wie wir gerade jetzt sind, sind wir genug. Und so dürfen wir sein. Das finde ich total wichtig. Dankeschön. Und danke. Ihr Lieben, schön vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt natürlich auch gerne der Melanie, ich habe die Website verlinkt und auch die Facebook-Seite. Wenn ihr noch Fragen habt im Nachgang, könnt ihr gerne der Melanie auch schreiben zum Buch. Auch euch das Buch kaufen, lesen und dann auch ein schönes Feedback geben. Was hat es mit euch gemacht? Was hat es in eurem Leben bewegt? Ich glaube, das ist für eine Autorin auch immer das schönste Geschenk, wenn die Leser ihr mitteilen, wie hat das Buch das Leben verändert oder beeinflusst. Und wir sehen uns gleich nochmal auf Instagram. Wir machen 5 Minuten Pipi-Pause und Trinkpause. Und wir sehen uns gleich wieder auf Instagram. Ihr könnt mit rüberkommen, wenn ihr möchtet. Ansonsten einen schönen Abend. Kommt morgen gut durch den Schnee und behaltet die Sonne in eurem Herzen. Bis dann. Tschüss.